1198 wurde Monschau als Mons Iocchi zum ersten Mal erwähnt. Die genaue Herkunft des Namens ist unbekannt. Von 1816 bis 1971 war Monschau Kreisstadt des aufgelösten Kreises Monschau. Monschau ist ein Luftkurort. Heutige Nachbarorte sind Simmerath, Schleiden und Hellenthal. Durch Monschau fließt die Ruhr. Der Name des Flusses, hier zur Unterscheidung von der zum Rhein fließenden Ruhr, seit etwa 1900 ohne ein H geschrieben. Zur besseren Unterscheidung spricht man auch von der Eifelruhr. Monschau besitzt über 330 denkmalgeschützte Bauwerke. Für den Dreh dieses Videos haben wir auch die abgelegenen Gassen besucht und dabei wundervolle historische Bauwerke entdeckt. Die idyllische Altstadt von Monschau wurde mehrmals als Kulisse für Spielfilmaufnahmen genutzt. Weit über die Umgebung bekannt sind die Monschau Klassik auf der Monschauer Burg sowie der romantische Monschauer Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr Zehntausende Besucher anzieht. Im mittelalterlichen Stadtkern und den engen Gassen dominieren schieferverkleidete Häuser und Fachwerkbauten mit Cafés, Gaststätten und Kunsthandwerk. Von Februar bis Dezember finden Sie im Monschauer Weihnachtshaus alles für ein gelungenes Weihnachtsfest. Monschau liegt zwischen den Berghängen des Naturparks Hohes Venn in der Ruhreifel. Durch den Ort führen mehrere Radwanderwege. Über 350 Kilometer beschilderte Wanderwege sind ebenfalls vorhanden.
In Sichtweite der Burg befindet sich ein weiteres Befestigungsbauwerk, der Haller. Es ist bis heute unklar, ob das ein Außenposten der Burg Monschau, ein Wachturm oder der Teil einer älteren Burganlage ist. Die Höhenburg ist erstmalig in einer Urkunde des Erzbischofs Engelbert I. von Köln aus dem Jahre 1217 zu finden. 1971 verpackte Christo unter anderem die Burg als Kunstwerk. Die Burg Monschau wird heute als Jugendherberge und im Sommer als Veranstaltungsort für Konzerte und Opern genutzt.